Jalta, der berühmte Urlaubsort auf der Krim, ist bereits fest in russischer Hand. Der Chor der russischen Schwarzmeerflotte schmettert patriotische Lieder. Unter Hammer und Sichel tragen Veteranen des Zweiten Weltkriegs stolz ihre Abzeichen. Der extra eingeflogene Filmstar aus Sowjetzeiten wettert gegen die, wie er sagt, Faschisten in Kiew. Lenin schaut recht zufrieden auf die pro-russische Veranstaltung. Wofür diese Menschen abstimmen werden, ist deutlich zu hören. Nur ein paar Schritte weiter, Weltenwechsel. Igor Senin macht sich Sorgen ums Geschäft. Der Ukrainer hat eine kleine Boutique und lebt in erster Linie vom Tourismus. So wie fast alle in der Küstenstadt. Ich verstehe nicht, warum alle behaupten, dass 90% für einen Beitritt der Krim zu Russland stimmen werden. Ich denke, es werden deutlich weniger sein. Da findet gerade viel Propaganda statt und Statistiken werden verdreht. Der kleine Ort Triochprudnoje, eine Siedlung der Krim-Tataren. Die rund 300.000 starke muslimische Minderheit boykottiert das Referendum. Süleyman Chelebjew studiert Jura in Simferopol. Er hält die Abstimmung für verfassungswidrig und befürchtet, dass das Ergebnis sogar manipuliert wird. Die Russland-Anhänger werden doppelt und dreifach abstimmen. Es gibt schließlich keine offiziellen Wahllisten, keine Transparenz und keine echte Kontrolle darüber, wie das Ganze abläuft. Die einzigen Wahlbeobachter kommen aus Russland. Es ist klar, dass die nicht neutral sind. Wer das Misstrauen und die Ängste der Krim-Tataren verstehen will, der muss mit den Älteren sprechen. Süleymans Großmutter hat die Deportation als Sechsjährige überlebt. Zehntausende ihrer Landsleute starben, als Stalin das gesamte Volk nach Sibirien und Zentralasien verbannte. Putin ist ein ehemaliger KGBler, das sagt schon alles. Leute wie er wurden durch die Sowjetunion geprägt, ein Land, das uns unterdrückt hat. Aber nicht nur wir Krim-Tataren, kein Volk hat unter der Sowjetherrschaft irgendwelche guten Erfahrungen gemacht. Für die prorussischen Aktivisten in Simferopol spielt das keine Rolle. Sie feiern schon seit Tagen und zwar so heftig, dass manch einer sich fragt, ob der Ausgang des Referendums überhaupt noch eine Rolle spielt.